Setze dich im Schneidersitz auf deine Matte, mach den Rücken gerade und fang langsam an, mit den Schultern kleine Kreise nach hinten zu machen. Beginne mit kleinen Kreisen und lass die Kreise langsam größer und größer werden. Atme dabei langsam tief ein und aus. Wechsle die Richtung, lass deine Schultern mit kleinen Kreisen nach vorne kreisen, lass die Kreise langsam größer und größer werden. Versuche tief ein- und auszuatmen. Neige den Kopf nach links, nimm den linken Arm und versuche den Druck noch etwas zu verstärken, indem du dein Ohrläppchen greifst. Rechter Arm zieht nach unten und dehne so deinen Nacken. Wechsle die Seite, Kopf neigt sich nach rechts, versuche mit dem rechten Arm das linke Ohrläppchen zu greifen, den linken Arm nach unten zu drücken und auch hier den Punkt zu finden, der heute vielleicht am verspanntesten ist. Komme mit der nächsten Einatmung in eine Rotation nach links. Der rechte Arm drückt gegen das linke Knie und versuche dich mit jeder Ausatmung etwas weiter in die Rotation zu bringen, sodass deine Wirbelsäule nach hinten oben gestreckt wird. Komme mit der nächsten Einatmung wieder nach oben mit den Armen und rotiere auf die rechte Seite. Die linke Hand drückt gegen dein rechtes Knie und versuche auch hier, dich möglichst weit aufzudrehen. Komme wieder nach oben mit den Armen und dehne die rechte Flanke auf, indem du mit deinem rechten Arm über den Kopf nach links ziehst. Bleibe für ein paar Atemzüge hier und wechsle dann die Seite. Ziehe mit dem linken Arm über die linke Flanke und versuche mit jeder Ausatmung etwas tiefer in die Dehnung zu kommen. Dann komme in den Vierfüßlerstand. Deine Hände sind unter den Schultern, deine Knie sind unter der Hüfte. Stell die Fußspitzen auf und komm mit der nächsten Einatmung in die Katze und mit der nächsten Ausatmung in die Kuh. Bei der Katze machst du deinen Rücken richtig rund, drückst dich vom Boden weg. Und bei der Kuh rollst du dich Wirbel für Wirbel in ein Hohlkreuz mit der Ausatmung. Komm noch einmal in die Katze, mach einen Katzenbuckel. Und noch einmal mit der nächsten Ausatmung in die Kuh. Mach dich in der Mitte fest, spann den Bauch an und hebe die Knie vom Boden ab. Löse zuerst den rechten Arm und wenn du das gut halten kannst, noch das linke Bein für ein paar Sekunden vom Boden ab. Stell Fuß und Hand wieder ab, komm kurz mit den Knien zurück auf den Boden. Hebe die Knie wieder vom Boden und dann heb, je nachdem, wie du stabil du in deiner Mitte bist, noch den linken Arm und den rechten Fuß, das rechte Bein vom Boden ab. Komm wieder zurück auf die Knie und schieb dich in den herabschauenden Hund. Hände sind aufgespreizt, du drückst dich vom Boden weg, dein Rücken ist gerade, Beine sind entweder leicht angewinkelt oder wenn du genügend Dehnung hast, gestreckt. Roll dich nach vorne in die hohe Planke, die tiefe Planke und wieder zurück in den herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne in die hohe Planke und dreh dich auf die rechte Seite, in die Side Plank, die ihr vom CrossFit kennt. Wenn du dort gut stehen kannst, kannst du noch den linken Arm und das linke Bein heben. Komme zurück in die hohe Planke, die tiefe Planke und die Cobra und roll dich zurück in den herabschauenden Hund. Roll dich nochmal nach vorne in die hohe Planke, stütze dich auf dem linken Arm ab und dem linken Bein. Und wenn du stabil genug in deiner Mitte bist, heb noch den rechten Arm und das rechte Bein ab. Komm wieder zurück in die hohe Planke, die tiefe Planke. Und roll dich zurück in den herabschauenden Hund. Wenn möglich, Zehenspitzen, Fersen am Boden halten und das rechte Bein heben. Versuche dein Knie Richtung Ellenbogen zu bringen. Komm wieder in die hohe Planke, die tiefe Planke, die Cobra und rolle dich zurück in deinen herabschauenden Hund. Heb das linke Bein vom Boden an, streck es nach oben und bring auch das zu deinen Ellenbogen. Dreimal pro Seite. Streck das linke Bein dann wieder nach oben an, aus. Und
Komm vom herabschauenden Hund in die hohe Planke, in die tiefe Planke, in die Kobra und wieder zurück in deinen Hund. Heb das rechte Bein an und bring den Fuß zwischen deine Hände. Lass das linke Knie zum Boden sinken und spüre die Dehnung in deinem Beinbeuger, deiner Hüfte. Strecke die Arme nach oben und lass dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer in die Dehnung fallen. Versuche mit beiden Händen deinen linken Fuß zu greifen und hier noch etwas mehr Dehnung im Oberschenkel zu spüren. Langsam wieder lösen. Hände aufsetzen, den Fuß lösen, den rechten Fuß nach oben strecken und komm wieder in deinen herabschauenden Hund. Komm in die hohe Planke, die tiefe Planke, in die Kobra und wieder in deinen herabschauenden Hund. Heb das linke Bein vom Boden ab und bring dir auch den Fuß zwischen die Hände. Setz das rechte Knie am Boden auf, streck die Arme nach oben und versuche dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer sinken zu lassen. Also die Hüfte etwas tiefer zum Boden zu bringen. Auch hier kannst du versuchen, mit deinen Händen das rechte Fußsprunggelenk zu umfassen. Langsam lösen. Bring den linken Fuß wieder Richtung Decke. Und komm wieder in deinen herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne in die hohe Planke, in die tiefe Planke. Wer ganz gut in der Kobra ist, kann auch in den herabschauenden Hund kommen. Und schiebe dich dann wieder in den herabschauenden Hund. Löse das rechte Bein vom Boden und bring den Fuß wieder zwischen die Hände. Komm in den Krieger 1. Das heißt, das linke Bein ist diesmal nicht am Boden abgelegt. Und versuche den Unterschenkel des rechten Beins parallel zur Mattenkante auszurichten. Versuche die Hüfte aufzudehnen, die Hände am Boden abzulegen und wir bleiben für ein paar Atemzüge dieser Dehnung. Wer die Dehnung etwas verstärken möchte, kann sich aufrichten und mit dem rechten Bein das linke Sprunggelenk greifen. Hier spürst du dann eine intensivere Dehnung am linken Oberschenkel und du kannst mit der Wirbelsäule etwas aufrotieren und deine Schulter versteckt dehnen. Auch hier für ein paar Atemzüge bleiben und langsam wieder lösen. Komm zurück in den herabschauenden Hund, indem du dein rechtes Bein nach oben bringst. Komm über die hohe Planke in die tiefe Planke, in den heraufschauenden Hund. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Heb das linke Bein vom Boden an und bring den linken Fuß zwischen die Hände. Komm auch hier nach oben in den Krieger 1. Bleibe für ein paar Atemzüge dort und spüre die Dehnung in den Beinen, bevor du dann versuchst, den linken Unterschenkel parallel zur Mattenkante auszurichten. Leg deinen Oberkörper langsam nach vorne ab und komme tiefer in die Dehnung. Auch hier kannst du die Dehnung verstärken, indem du mit dem linken Arm dein rechtes Sprunggelenk greifst. Komme langsam wieder aus der Dehnung heraus. Bring den linken Fuß nach oben zur Decke und über den herabschauenden Hund nach oben zum Stehen, indem du mit deinen Händen Richtung Füße läufst. Richte dich Wirbel für Wirbel auf und komm zum Stehen. Hebe den linken Arm nach oben und versuche ihn hinter deinem Kopf nach unten zu verschränken. Und versuche mit dem rechten Arm die linke Hand zu greifen. Atme tief ein und aus und versuche die Dehnung in deinen Arm zu spüren. Gleiche zur anderen Seite. Rechter Arm hinter deinem Kopf verschränken und mit der linken Hand versuchen, die rechte Hand zu greifen.
Bleibe für ein paar Atemzüge hier, bevor du langsam wieder löst. Und versuche nun hinter deinem Rücken deine beiden Handflächen zusammenzubringen ins versteckte Gebet. Spüre die intensive Dehnung über deine Brust. Nehme den rechten Arm über den Kopf und dehne deine rechte Seite auf. Bleib für ein paar Atemzüge hier, bevor du das gleiche über die linke Seite machst. Linker Arm über den Kopf und die linke Flanke aufdehnen. Komme langsam wieder zur Mitte zurück. Stelle die Füße weit auseinander und versuche dich mit dem Oberkörper nach vorne sinken zu lassen. Und vielleicht kannst du mit dem Kopf den Boden berühren. Versuche mit den Händen zum rechten Fuß zu laufen und mit deiner Nase dein Knie zu berühren. Und dann langsam über die Mitte zum linken Fuß zu laufen. Bleibe hier auch für ein paar Sekunden in der Dehnung, für ein paar Atemzüge und versuche mit jeder Ausatmung etwas näher zu deinem Bein zu kommen. Richte dich langsam wieder auf. Versuch nochmal mit geschlossenen Beinen nach unten zu dehnen und mit deiner Nasenspitze deine Knie zu berühren. Spüre die intensive Dehnung in deiner Beinrückseite. Richte dich langsam wieder auf und komm zum Sitzen. Winkel das linke Bein an und versuch mit deinen beiden Händen den rechten Fuß zu greifen und dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer Richtung Knie sinken zu lassen. Bleibe für ein paar Atemzüge hier. Richte dich dann langsam wieder auf. Winkel das rechte Bein an und lass dich mit deinem Oberkörper auf das linke Bein sinken. Versuche mit beiden Händen deinen linken Fuß zu greifen und dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer zu bringen. Bleib für ein paar Atemzüge hier und dann richte dich wieder auf. Mach den Rücken gerade und versuch das rechte Bein fünfmal anzuheben. Zieh die Fußspitzen zu dir ran und hebe das linke Bein fünfmal an. Rücken bleibt gerade. Und jetzt versuche beide Beine gleichzeitig vom Boden abzuheben. Das sind die Pike Compressions, die wir die Woche schon im Workout hatten, in der Cash Out Challenge. Du kannst deine Hände entweder neben deinen Hüften absetzen oder je weiter du Richtung Knie wanderst, desto schwerer werden die mit der Übung. Und zum Ende leg dich nochmal mit deinem Oberkörper auf beiden Beinen ab und versuch mit deinen Händen deine Füße zu greifen. Jede Ausatmung bringt dich ein Stück tiefer zu deinen Beinen. Richte dich langsam wieder auf, setz dich breitbeinig hin und lass dich nochmal zur rechten Seite fallen. Versuche mit den Händen deinen Fuß zu greifen und dich mit jeder Ausatmung etwas tiefer auf dein Bein sinken zu lassen, deinem Oberkörper. Komm über die Mitte zur linken Seite und versuch nochmal mit beiden Händen den linken Fuß zu greifen. Und dich auch hier mit jeder Ausatmung etwas tiefer zu ziehen. Und zum Schluss lass dich nochmal mit dem Oberkörper in die Mitte sinken und spüre die intensive Dehnung in deinen Beinrückseiten und vielleicht in deinem Rücken. Und jetzt habt ihr es für heute geschafft. Viel Spaß, macht's gut!